Am 18. Oktober 1867 kaufen die Vereinigten Staaten von Amerika von den Russen das Territorium von Alaska, im nordwestlichsten Teil des amerikanischen Kontinents. Es sind mehr als 100 Jahre vergangen, seit der Däne Vitus Bering, Asienforscher im Dienst des Zaren, die Aleuten und Alaska entdeckt hat. Der Name kommt aus der Sprache der Eskimos und bedeutet großes Land. Die geografische Zugehörigkeit der Region zum amerikanischen Kontinent und die bestehenden wirtschaftlichen Verbindungen zu den Vereinigten Staaten veranlassen Präsident Andrew Johnson, den Ankauf von Alaska zu betreiben. Die Unentschlossenheit Zar Alexanders II. Und die innenpolitischen Probleme des Präsidenten bedingen ein sehr schwieriges Verhandlungsklima. Vor allem ist auch der amerikanische Kongress vom Wert des riesigen, unwirtlichen Landes nicht überzeugt. Aber Präsident Johnson ist entschlossen, Alaska für die Vereinigten Staaten zu erwerben. Und Alaska, das halb so groß wie ganz Westeuropa ist, wechselt nach langwierigen Verhandlungen für nur 7,2 Millionen Dollar den Besitzer. Anfangs scheinen die Gegner des Unternehmens Recht zu behalten. Alaska ist ein unfruchtbares Land mit eisigem Klima. Nur die Pelztierjagd und der Fellhandel sind für die spärliche Bevölkerung eine nennenswerte Einkommensquelle. Aber wenige Jahre später sind die Amerikaner gezwungen, ihre Meinung zu revidieren. Am 17. August 1896 entdecken einige Forscher einen hellen Glanz im Sand des Bonanza Creek. Die Nachricht über den Goldfund in Alaska verbreitet sich in ganz Amerika und ein wahrer Goldrausch bricht aus. Innerhalb von 2 Jahren übersiedeln mehr als 20.000 Amerikaner an die Ufer des Yukon und seiner zahlreichen Zuflüsse. Sie waschen den Sand auf der Suche nach dem wertvollen Metall und allen scheint der Reichtum zum Greifen nah. In der angespannten Atmosphäre der improvisierten Lager entstehen die Legenden von Goldsuchern und der schönen, unerbittlichen Landschaft. '97 wagt sich auch ein junger amerikanischer Schriftsteller nach Alaska, Jack London. Er wird in seinen Büchern die einzigartige Erfahrung des Lebens in Alaska schildern, dass er nicht nur wegen des Goldes, sondern auch auf der Suche nach neuen Einsichten in den Menschen auf sich nimmt. In 10 Jahren bringt das Goldfieber in Alaska den Vereinigten Staaten 81 Millionen Dollar ein. Mehr als das Zehnfache des Preises für das ganze Land. Bald darauf offenbart Alaska einen noch bedeutenderen Wert. Die große Entfernung, die Alaska vom übrigen amerikanischen Staatsgebiet trennt, wird im Zweiten Weltkrieg durch die Alaska-Straße überbrückt. Sie wird zur wichtigsten Nachschublinie der amerikanischen Truppen während der japanischen Offensive gegen die Aleuten. Die wenigen Meereskilometer, die es von Asien trennen, machen es zu einem strategisch ungemein wichtigen Gebiet. Außer dem Gold birgt der Boden Alaskas noch einen anderen Schatz. Die großen Erdölfunde in Alaska garantieren den Vereinigten Staaten eine relative Unabhängigkeit von anderen ölfördernden Staaten. Die wirtschaftliche Kraft, die wachsende Besiedlung und seine Größe erfordern eine eigene Verwaltung. Die bekommt es auch. 1959 wird aus dem Distrikt Alaska der 49. Bundesstaat der USA.